Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei smartwatch.de. Heute packen wir die Huawei Watch 3 aus, die erste Smartwatch des Herstellers aus Fernost, die mit dem eigens entwickelten Betriebssystem Harmony OS auf den Markt kommt. Sie bietet mit Android und iOS Kompatibilität und verfügt standardmäßig über eine eSIM, so dass sie losgelöst vom Smartphone für die Kommunikation genutzt werden kann. Aber was diese tolle Uhr alles kann, das erfahren Sie sowieso nicht hier, sondern wenn Sie auf den Link unten in der Infobox drücken, dann werden Sie direkt zu smartwatch.de weitergeleitet und erfahren alles, was Sie über diese Uhr wissen müssen. Hier packen wir die Uhr nur aus, schauen, was alles im Karton drin ist, und das machen wir jetzt gleich nach dem kurzen Intro. Ja, so, und hier hätten wir sie dann, die Huawei Watch 3 in der Farbe Braun mit Lederarmband. Es gibt natürlich verschiedene Modellvariationen, aber inhaltlich sind die ja alle gleich. Sie unterscheiden sich halt ein bisschen in der Größe und halt im Armband, aber ansonsten tun die alle mehr oder weniger das Gleiche. So. Die Watch 3 in Braun hat ein, wie gesagt, Lederarmband. Und ich mache es jetzt mal auf, ich hole es mal raus. Das Gewicht liegt übrigens mit 54 Gramm im unteren Bereich, ist also relativ leicht. Und die Abmessungen betragen, die Abmessungen betragen 46,2 Millimeter im Durchmesser. Und ja, es ist einfach. Holen wir sie mal raus. So, hier ist sie. Sie schaut einfach fantastisch aus. Schön und zeitlos. Ich finde ja auch das Lederarmband, das hat irgendwie sowas Traditionelles. Das macht immer so einen hervorragenden Eindruck, finde ich. Und es wirkt auch, ja, erwachsen, möchte man fast sagen. So. Wie gesagt, die eSIM ist standardmäßig integriert. Deswegen haben wir auch noch ein Mikrofon und Lautsprecher mit dabei. Das brauchen wir ja auch, damit wir mit der Uhr telefonieren können. Wir haben hier GPS, Galileo und GLONASS mit drauf. Wir können mit der Uhr bestimmte Puls, oh, die Uhr, wir können mit der Uhr den Puls und Blutsauerstoff bestimmen. Der Speicher beträgt 16 Gigabyte und wir haben auch noch ein Temperaturmesser über die Haut, eine Schlafanalyse. Die Uhr zeichnet verschiedene Sportarten auf, hat Sturzerkennung, so dass wir, also wenn wir sie tragen, wir fallen hin, dann ein Notruf abgesetzt werden kann, und sie ist auch wasserdicht und demnach zum Schwimmen geeignet. So, jetzt wissen wir alles, was wir so an Eckdaten brauchen hier, und jetzt wird hier direkt auf das hauseigene Betriebssystem Harmony OS hingewiesen, das, wie gesagt, mit Android und iOS kompatibel ist. Das heißt, man kann diese Uhr also mit allen gängigen Smartphones gemeinsam nutzen. So, gehen wir nochmal auf das Lederarmband an. Das kann man selbstverständlich auch austauschen. Ja, dazu brauchen wir nur diesen Pin hier zurückzuziehen, und schon haben wir das Lederarmband in der Hand. Hier oben auf der Dornschließe ist auch Huawei eingebrannt, eingraviert, was auch immer. Und vielleicht kriegen wir es sogar scharf, dass wir es sehen können. Jawohl, ja. So, da steht es also, Huawei. Ja, und hinten drauf haben wir halt, wir sehen es schon, den Pulsmesser. So, die Uhr hat dann hier diese wunderschöne Krone, die ist drehbar und auch drückbar natürlich. So, wenn wir sie drehen, dann können wir hier durch das Display durchscrollen. Das geht aber auch über das Touchscreen. Wir sehen schon, wir haben hier verschiedene Sprachen, so dass also wirklich jeder seine Sprache finden dürfte. So, und dann sehen wir auch schon hier ein, ja, genau, jetzt muss der Code gescannt werden, damit wir das Smartphone mit der Uhr koppeln können. Und das können wir an dieser Stelle nicht machen, denn das hier ist ja auch nur ein Unboxing, so dass wir uns also die Uhr mal genauer ansehen. Hier haben wir nochmal die Krone, auch da, ja, steht's drauf. Und ja, also ich persönlich finde diese Uhr einfach wunderschön. Also mir gefällt sie sehr, sehr gut. So, dann schauen wir mal an, was noch alles im Karton mit drin ist. Ich tippe ja mal auf ein Ladekabel. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir die Uhr laden können, nicht? So, jawohl. Und hier haben wir es schon. Hier ist ja noch die Bedienungsanleitung mit dabei. Auch nicht selbstverständlich, dass man eine Bedienungsanleitung mit dabei hat. Nee, hat man noch gar nicht. Das ist die Garantiekarte. Ist eine Bedienungsanleitung da? Nein, ist nicht dabei. Gut, aber wir haben hier
Die Ladestation, die ist vermutlich mit einem ganz normalen USB-Stecker ausgestattet. Genau hier haben wir ihn, den USB-Stecker. Das heißt, Sie können die Uhr mittels dieser Ladestation, die ist magnetisch, da wird die Uhr einfach so hier so zack draufgelegt und dann hält die auch und fällt nicht runter. Ja, dann wird die Uhr geladen und alles, was Sie noch tun müssen, diesen USB-Stecker in einen entsprechenden USB-Port einführen. Das heißt, entweder in eine Powerbank oder in den Rechner, den Laptop, den Fernseher, den DVD-Spieler oder wo auch immer Sie einen USB-Anschluss haben, der Strom abgibt. Das tun die meisten. Da können Sie diese Uhr laden. Sie können die Uhr natürlich auch über einen Steckdosenadapter laden, die es überall zu kaufen gibt, auch als Mehrfachstecker. Mittlerweile gibt es sogar schon Steckdosen mit USB-Anschluss. Das heißt also, das hier ist die Zukunft und ja, da brauchen wir eigentlich nicht noch weitere Adapter. Ja, die haben wir so zu Hause rumfliegen und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. So, ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Alles, was Sie jetzt noch über die Uhr wissen wollen oder wissen sollten, finden Sie, wenn Sie auf den Link unten in der Infobox drücken. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Unboxing hier auf smartwatch.de wieder einschalten.